Mario. Please come to the castle. I have the cake for you. Yours truly, Princess Toadstool. Peach. Da kommt er aus seiner Röhre gesprungen und herzlich willkommen zu Mario N64 auf der Nintendo Switch. Mario ist 35 geworden und Nintendo hat diesen genialen Einfall gehabt und hat dieses Game rausgehauen. Und Leute, ich bin mega hyped. Ich habe dieses Game damals durchgespielt. Und absolut geil. Ich freue mich richtig, auch mit der alten Grafik, wie Mario hier aussah. Und oh, das wird so geil werden. Und wir schauen uns das direkt mal an. Wir werden keine Zeit verlieren und werden Prinzessin Peach versuchen, so schnell wie möglich zu befreien. Absolut geiles Game. Sieht tatsächlich noch so aus wie vorher, Alter. Mega. Ich bin so gehypt, Leute, ohne Witz. Wow, 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 entspann dich, entspann dich. Und und ja, erste Welt. Wir besiegen König Bombob. Ein paar Sachen kenne ich noch, aber auch nicht mehr alles. Oh, das sieht doch alles, ne, super aus hier. Ob die Tricks noch, warte mal, ob das hier noch funktioniert? Lol, es funktioniert. Geil, Digga. Ich würde mal sagen, wir marschieren direkt mal nach oben. Nach oben, habe ich gesagt. Ja. Okay, Kamera, gewöhnungsbedürftig. Aber acht rote Münzen muss man ja auch sammeln, damit man auch wieder einen Stern bekommt. Wir arbeiten hier eins nach dem anderen ab. Wird so lustig werden. Ich hab da so Bock drauf. Ich habe mich eigentlich schon die ganze Zeit auf dieses Game gefreut und endlich ist es da. Natürlich die anderen Teile, die auf der Nintendo dann noch mit rausgekommen sind, die werden wir natürlich auch alle zocken. Uff, das wird so lustig werden. Niemals. Niemals, niemals wirst du mich kriegen, Kollege. Mal ran hier auf den Meter. Ja, da werden wir den hochnehmen und einmal den Buckel werfen. Boah, ich dachte, ja, er kann mich ja ausschmeißen und er wirft weit. Weit wirft er. Der olle Bengel. Er dreht sich dann einfach irgendwo random hin und dann wirft er. Das ist ein Clown, ich sag. Und Nummer 3. Und da haben wir Sieg. Denkt mal dem König gezeigt, wo sein Platz ist, Mario. Und da haben wir den ersten Stern. Ah, Leute, geiles Feeling. Geiles Feeling. Fühle ich zu 100%. Ja, aber natürlich weiter.
Du hast einen goldenen Powerstein gefunden, damit kannst du einige verriegelte Türen öffnen. Versuch's nicht zu einem. Ja, aber jetzt noch nicht. Halte Bowser auf und rette er natürlich. Selbstverständlich tun wir. Siege den schnellen Koopa. Ne, da habe ich jetzt noch gar keinen Bock drauf, oder? Will ich hier erstmal gucken, dass hier das Ding aufgeht. Alleine diese Geräusche von dieser Bombe schon. Mega geil. Gut. Nee, Verona, Bruder. Schaltet man nochmal die roten Kästchen frei. Bruder. Eins, zwei. Ja, wir müssen noch. Ah, das war mit dem Kettenhund, genau. Boah! Du Mistvieh. Bruder. Ah, egal, ich hab, was ich will. Hallo, sag mal. Was ist denn los mit dir? Warum denn so aggressiv, mein Bruder? Sehr schön. Vier Stück haben wir. Oder waren da jetzt vier oder fünf? Ich, ah, scheiße, ich habe wieder nicht aufgepasst. So. Noch einer. Fünf. Jetzt haben wir fünf. Ein Traum. Okay, aber wo sind die anderen? So. Der Trick? Ja. Ja, sehr schön. Ah, wo war das denn? Oh, finden wir so ein Ding raus. Schön. Ich glaube, hier unten war noch eins. Oder? Ja. Warum rennst du gegen die Wand? Erklär mir das. War jetzt deine Mission da. Oh, oh, oh. Aber Bombe. Dann ist hier noch eine, wenn man da hochläuft. Movement daran hapert es gerade bei mir ein bisschen irgendwie. Also den einen oder anderen, eine noch brauche ich. Also den einen oder anderen Movement-Aussetzer war schon auf jeden Fall am Start. Kurios. Oh, Kugel. Die tun bestimmt weh. Ah, warte mal, ich glaube, ich weiß, wo noch einer ist. Ich wusste, da war noch so eine Insel, ne? Ah, guck mal. Ja, geh mal da rein. Ich hoffe, ich ziele jetzt nicht so assi. Das funktioniert ja, guck mal. Ich muss ja, ich darf das nicht, ich verfehle das. Oh, Gott sei Dank. Das sind immer die Momente, wo ich dann denke, okay, Leute, das war's dann an der Stelle aber komplett. Aber das hat ja nochmal relativ, hat ja nochmal gut geklappt. Nachher musste man mit dieser Mütze hier durch die ganzen Ringe, ne? Ach, guck mal, perfekt abgerollt und da holen wir uns doch den zweiten Stern. Ah, sehr schön. 41 Münzen gar nicht mal so schlecht, ne? Würde ich mal jetzt behaupten. Wir gehen direkt nochmal rein. Wir holen uns direkt noch rein. Was war das denn? In die 8 roten Münzen? Ja, ich weiß. Koopa machen wir später. Den Koopa, den gönnen wir uns später. Wir holen uns jetzt noch einen. Ich weiß gar nicht. Mit dem N64 hatte ich das damals mal hinbekommen, dass ich mit der Kanone genau oben auf der Insel gelandet bin. Ja, da waren die Voraussetzungen noch etwas anderes. Alles so hin, ich glaube das nicht. Verfehlt, safe. Okay, ich fliege zu weit, auch gar kein Problem. Immerhin sind wir direkt hier an der nächsten Kanone und können damit auf gemütlich darüber fliegen und uns den dritten Stern holen. Ja, so.
bei Google, ich bezweifle es noch. Es hat geklappt. Erstaunlicherweise, aber es hat geklappt. Hier ist der dritte Stern. Back. Leute, wisst ihr was? Die anderen holen wir uns jetzt in der nächsten Folge. Wir sehen uns da.